Ja, da kann man jetzt nicht viel sagen bei dem Lärm. Das ist richtig, ja. Aber das ist da wird jetzt einfach das Fleisch sehr dünn. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man das Fleisch so dünn wie überhaupt nur möglich macht. Ja. Also, man lässt es dann eigentlich auch schon dünn schneiden vom Metzger. Ich lasse es schon vom Metzger dünn schneiden und mache es aber dann noch dünner. Außerdem, wenn man es ein bisschen aufschlägt, dann kommt auch das Salz und das Pfeffer und das Senf nachher besser dadurch. Also am Schluss, wenn alles fertig ist, sind das Rindsrouladen. Am Schluss sollen das Rindsrouladen werden, so wie ich sie zu Hause auch mache. Aber eben ein bisschen auf eigene Art. Ja, so viel auf eigene Art weiß ich gar nicht. Also das macht wahrscheinlich auch jeder. Nein, doch nicht jeder. Aber ich mache jetzt da so ein bisschen Senf drüber. Ja. Na gut, also bei Rouladen ist es doch wahrscheinlich so wie bei vielen anderen Sachen. Jede Hausfrau hat so ihr eigenes, oder Hausmann, oder jeder Koch macht so ein bisschen auf seine genau, Art. Genau, so ist es. Ja. Also zum Beispiel weiß ich, dass oft das Fleisch viel dicker ist, wenn man es im Restaurant oder so isst. Ja, aber ich finde es dann nicht so gut. Nee. Also es ist dann auch für die Soße nachher. Ja. Wenn es so dünn ist, dann kommt das, was drin ist, auch viel besser in die Soße hinein und dann wird der Geschmack also von der Soße. Also hier zum Beispiel ist es richtig schön dünn. Jetzt habe ich hier zu viel Senf genommen, wodurch das hier nicht so ist. Hier hin. Ja. Das ist eine schöne hier, ja. Das ist eine wirklich hübsche. Eine hübsche. Ja. Ich meine, mit dem Rindfleisch hat man ja im Augenblick so ein bisschen Probleme. Da muss man schon wissen, wo es herkommt, nicht? Ja, man sollte schon. Also wir im Chiemgau, wir haben eben unser Chiemgauer Weiderind und da steht beim Metzger angeschlagen, heute Chiemgauer Weiderind vom Duxer. Und der Duxer ist ein Bauer, da weiß man genau, der hat seine Kühe auf der Alm und da wird niemals dieses Futtermehl auf die Alm getragen. So, das wäre viel zu mühselig. Ja. Außerdem gibt es da genug, was man... Also da kennt man sozusagen den Hof, von dem das... Genau. Fleisch kommt, das Rind kommt. Ja. Und der Fleisch, ich meine, ich habe das hier in Köln natürlich nicht, aber ich erkundige mich sehr genau, wo das Fleisch herkommt. Und ich muss halt den berühmten Metzger des Vertrauens haben, auf den ich mich verlassen muss. Es gibt ja auch welches aus Argentinien, was alles, wo, was immer. Also das ist dann jedem selbst überlassen. Ja. Jetzt tue ich das Zeug hier sehr gut pfeffern. Das ist eigentlich auch sehr wichtig. Also auf dieses Senf wird es gepfeffert. Und gesalzen, das habe ich schon gemacht. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen milden Paprika milden, dazu. Milden, sehr wichtig. Ja, sonst wird es da zu viel. Sonst wird es scharf. Sonst wird es scharf. Das ist eine andere Abteilung, Küchenabteilung. Das ist eine ganz andere Abteilung. Ja, riecht schön. Ich finde auch, das riecht herrlich. Dann kommt hier dieses Speck, das habe ich vorher schon zurechtgeschnitten. Da lege ich jetzt ist das das, was man in Bayern ein Wammerl nennt? Ja, das ist schon sowas wie ein Wammerl. Also wir nennen das dann doch schon einen durchwachsenen Speck. Durchwachsener Speck ist das, ja. Also zwei davon habe ich schon gemacht, weil man weiß ja nie, wie viele mitessen wollen. Ja. Es kann ja immer noch jemand kommen. Plötzlich kommen. Das finde ich interessant, Herr Biolek. Ich stehe nämlich hier sozusagen gar nicht so freiwillig, wie Sie glauben, sondern mein Sohn, der 21 Jahre alt ist, und dessen Freunde haben gesagt, sag mal, geh doch mal zu Biolek. Der kocht immer so tolle Sachen und da könntest du doch auch mal was machen. Und ich finde es das toll, dass junge Leute heute wieder anfangen, richtig also zu kochen. Ich muss auch sagen, wenn mir das gelingt, gerade die Jüngeren, die ja in den vorhergehenden Generationen oft dann einfach nur eine Dose aufgemacht haben oder irgendwas Tiefgekühltes gekauft haben, wenn ich die dazu bringe, wieder selbst zu kochen, dann... Das finde ich auch. Also ich bin sonst kein Missionar, aber das würde ich gerne bewirken. Also ich fand es toll und deshalb habe ich auch sofort gesagt, ich muss mich darum bewerben. Sehr schön, aber wir haben ja schon oft angefangen. Ja, Sie aber haben da habe ich mich beworben. Ja nie getraut. Aber jetzt habe ich mir gedacht, wenn mein Sohn das schon sagt, muss ich es machen. Jetzt habe ich hier das Speck hingelegt und die Zwiebeln drauf. Und so ein bisschen so befestigt. Und hier dann eine Möhre, gelbe Rübe nennt man das bei uns. Und jetzt kommt eigentlich das Schönste, jetzt wird das Zeug zusammengewickelt. Ja, aber eigentlich sehr nachvollziehbar. Es ist ganz unproblematisch. Also es ist eher was Hausmännisches oder Hausfrauisches. Es ist bürgerlich. Bürgerlich, hat man früher gesagt. Er kocht bürgerlich. Ja, dabei sind sie ja Künstler, also eigentlich künstlerisch. Nein, eigentlich bin ich doch Bürger. Ja? Ja, ich glaube schon mehr Bürger. Ja. Also was das Essen betrifft, auf jeden Fall. Ja. Ich finde einfach Sie leben ja auf dem Land, also irgendwo sehr bodenständig. Ich habe mir erzählen lassen, dass bei Ihnen sogar noch die
Hängebauchschweine rumlaufen und die Hühner und die Gänse. Ja, aber die haben natürlich mit dieser Küche nichts zu tun, denn meine Hängebauchschweine werden natürlich niemals geschlachtet, sondern wenn sie sterben sollten, was ich nicht hoffe, so schnell, dann werden sie beerdigt. Selbst die Hühner werden beerdigt, aber die Eier nehmen die. Die Eier werden schon die eigenen. Ja, und da haben wir auch tolle Eier, das muss ich sagen. Das sind, meine Hühner legen grüne, cholesterinarme Eier. Ach. Das sind sogenannte Mangela-Hühner. Oh. Und cholesterinarm klingt doch eigentlich sehr ganz gut. Außerdem, man spart sich natürlich Ostern das Färben. Ja. So, und schon sind diese Rindsrouladen. Sie machen es nicht mit Schnur. Das finde ich so mühselig mit der Schnur. Da muss man das rausziehen, dann liegt das so gruselig auf dem Tellerrand. Schaut auch nicht schön aus. Und, das ist sehr praktisch. So ist das eigentlich. Jetzt habe ich ganz vergessen, ich muss ja jetzt erstmal das Fett hier anmachen. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Das an, ja? Ja. Gut. So, wo habe ich denn mein Öl? Da ist es. Da ist es. Entschuldigung. Ja, bitte, bitte. Danke. Ganz normales. Das ist, ja, kein, es ist schon gut, wenn es... Aber ich meine, kein Olivenöl nehmen Sie dafür. Nein, sonst schon Sonnenöl. Ein Pflanzenöl. Ja, ja, Pflanzenöl. Olivenöl ist ja auch ein Pflanzenöl, oder? Ja, ja, aber also so Sonnenblumen oder Distel und so, das sind ja die neutralen, ja, nicht? Ja, ja. Olivenöl, da gibt es ja auch welche mit wenig Geschmack, aber so, sehr häufig auch mit einem sehr, sehr kräftigen, was sehr schön sein gibt's kann. Auch, mag ich auch passt. Manchmal ganz gerne. Großpass. Das müssen wir halt warten, bis das... ist eine gute Idee, darf ich mir auch anschauen. Es gibt ja nichts Besseres wie so eine, das in roh, das ist das Schöne an der Küche. Mmh, herrlich. So, jetzt habe ich alles drin, hoffe ich, ja. Und jetzt muss ich halt schauen, dass das heiß wird. Mhm. Da sind Topflappen. Mhm. Noch geht es. Und da werden diese Rouladen nun... Ich hatte mal so einen Fänger, so ein Gerät. Ah ja, danke. Da werden diese Rouladen nun hineingelegt. Und rundherum ganz schön fest eigentlich angebrannt. Damit... Weil sie ja nachher noch nur nicht, noch gedünstet werden. Es ist noch nicht heiß genug, aber... Aber er kommt schon. Schenkala. Wunderbar. Ja, jetzt hört man es auch schon. Mhm. In was werden die gedünstet? Die werden nachher, wenn sie da nun schön braun geworden sind, rundherum, dann mache ich aus diesem Fett, das fülle ich dann mit etwas Wasser ab, tue das dann in diesen Topf hinein. Und dann werden sie in Rotwein und einer, ja, also sagen wir mal, einer halben Flasche Rotwein. Stichwort! Was die andere halbe Flasche können wir dann später dazu trinken. Sympathisches Stichwort! Das ist ja wunderbar. Man hat mir gesagt, sie bräuchten Rotwein zum Kochen. Deswegen habe ich vorsichtshalber zwei Flaschen hingestellt, obwohl ich nicht glaube, dass wir hier also. Nein, es wird kein Saufgelage. Nein, müssen wir arbeiten. Ja. Außerdem, Sie wissen aber schon, dass Rotwein sehr gesund ist. Ja. In Maßen getrunken. In Maßen getrunken. Ich trinke auch so jeden Abend ein Gläschen. Nur ein Gläschen? Ein Gläschen, ja. Ich trinke auch jeden Abend, aber ein bisschen mehr. Ja, ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr trinke, aber vom Rotwein nur ein Gläschen. Weil ich bin dann eigentlich so in die Richtung der Biertrinker. Ah. Na, ich trinke gerne zum Schlafen einen Rotwein. Aber vor allem, weil ich weiß, dass das gut ist fürs Herz, für die Gesundheit, für alles. Das ist ja schön. Wunderbarer Wein. Die wertvolleren, feineren, die muss man auch für besondere Anlässe lassen. Das finde ich auch. Also, aber der ist schön. Schöner. Ich habe zu Hause einen Rotwein meines Jahrgangs. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nur nicht, wann ich ihn trinken soll. Da braucht man so einen besonderen Anlass. Ja, also, das muss schon ein Riesenanlass sein. Ja, vielleicht, wenn Sie Ihren 60. feiern. Danke, ja, das würde... Da müsste ich geklont werden erst, damit das nochmal zustande kommt. Ich habe zu meinem 60. eine Magnumflasche Bordeaux aus meinem Jahrgang 34 bekommen und habe sie sofort mit Freunden aufgemacht und getrunken. Ja, das haben wir nämlich eigentlich tun. Und meiner ist ja noch wertvoller als Ihre, weil ich ja Jahrgang 29 bin. Eieiei, noch wertvoller, noch älter. Naja, so groß sind wir auch nicht auseinander. Oh ja. Fünf Jahre. Ja, jetzt muss das hier einfach an allen Ecken rundherum richtig schön anbraten. Richtig schön angebraten werden. Das will nicht rum. Doch. Das macht's dann schon. Sie kochen doch immer wieder. Also wahrscheinlich nicht jeden Tag.
Ich nicht jeden Tag, aber ich koche wahnsinnig gerne und vor allen Dingen, also meine Mitmenschen in meinem Haus essen es auch gerne. Das also, ist ja auch noch wichtig. Wenn ich sagen darf, wie Sie sich hier bewegen in der Küche, das ja. zeugt davon, dass Sie nicht nur ab und zu in der Küche sind, sondern man hat das Gefühl, Sie fühlen sich hier zu Hause in der Küche. Also wir könnten ja mal an einem Festtag machen, eine Wachtel im Fasan. Oh. Ich habe mal Wachteln gemacht, da haben sich die Leute aufgeregt. Ja. Die haben geglaubt, ich hätte die selbst geschossen. Dabei waren die natürlich aus einer Zucht, genauso wie alles andere auch. Ja, klar. Aber im Fasan? Ja, weil das, dann trocknet die Wachtel nicht aus. Und wenn die Wachtel im Fasan ist, dann könnte man natürlich... Aber der Fasan trocknet aus, in was stecken wir den? Also den Wachtel können wir dann in ein Reh hineintun. Nein, tun wir die Wachtel. Also wir lassen es bei dieser Vorstellung. Dann braucht auch niemand zu protestieren. Und dann das Reh, ja vielleicht noch in einen ganz großen Fasan. Ich meine, falls das ist. Ein Strauß, oder was? Ein Strauß. Sehr schön. Jetzt langsam. Sie haben ja mehrere Kinder. Und die haben auch schon Enkel. Ja. Haben die denn auch und kochen sie dann so für die ganze Familie? Ja, natürlich. Also an Festtagen, wenn die ganze Familie da ist, was jetzt neulich gerade der Fall war. Die Mutter hatte 90. Geburtstag, meine Mutter. Ich finde es toll, dass man sagen kann, meine Mutter hat Geburtstag und meine Mutter sagt dann, mein Sohn kommt. Und dann kommt ein 70-jähriger alter Knabe wie ich. Der das ist schon aber toll. Die Mutter hatte 90. und da waren wir 35 oder 36 Leute. Und es hat sich herausgestellt, dass die Mutter 58 direkte Nachfolgen hat. Nachfolger. Oh, toll. Ja. Und wer hat gekocht? Wir haben mit dem Kochen haben wir es da nicht so ernst genommen, weil es waren ja doch zu viele Leute. Da gab es ein Abendessen und... Und wenn Sie Besuch haben an Ihrem Bauernhof, Sie wohnen ja da richtig auf einem alten Bauernhof, ne? Ja. Wer kocht dann, Sie oder Ihre Frau? Da kocht meine Frau oder ich, je nachdem. Aber vor allen Dingen wichtig ist, bei uns findet das Essen, wie hier auch, in der Küche. In der Küche, ja. Weil da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Ja, das ist also etwas... Jetzt sind die eigentlich schon ganz schön. Ja. Und... Ja, schön braun. Schön braun, jetzt tun wir sie darüber. Ja. Und machen das da drüben dann. Soll ich das anmachen, drüben? Ja. Ja. So, und kann man das jetzt ausmachen? Ja, das können wir ausmachen. Jetzt nehme ich diese Soße, die ich jetzt einen Alarm macht. Und bring sie hier rüber und lass da ein bisschen Wasser reinlaufen. Weil das wäre ja ewig schade, um diese schöne Soße oder Sud, wie man das auch nennen mag. Das riecht ja gut. Plötzlich ist es ganz still, nachdem das ist. Man ist ganz überrascht. Ist ganz Was ist passiert? Vielleicht ist der Ton im Fernsehen ausgefallen. Ja. Aber so, und das ist eigentlich schon die Anfangssoße. Das Wichtige ist jetzt, wenn... Das hier drin brodelt und brutzelt, eine Stunde übrigens soll es jetzt hier drin sein, nachdem die schön angebräunt sind. Ja, und kommt da jetzt dieser berühmte Wein rein? Jetzt kommt der Rotwein rein, ja. Sehr schön. Und zwar nicht zu wenig, denn die Rouladen sollen ganz bedeckt sein. Ganz bedeckt, schön. Ja. Und ich habe sie jetzt erstmal auf groß. Ja, diese kocht wahrscheinlich und dann etwas runterstellen. Jetzt wollte ich da noch... Wir haben uns hier noch so ein bisschen Fleischbrühe gemacht, das verstärkt die Sache noch ein bisschen. Ja. So, und jetzt kann das hier eine Stunde lang brodeln und in dieser Zeit schneide ich jetzt normalerweise gelbe Rüben, also Möhren, ganz klein, eine Portion und da kommt ein Löffel Zucker rein und ein Löffel Salz rein. Zucker ist ganz wichtig, finde ich. Bei Möhren. Und das lasse ich vor sich hin und dann mache ich Kartoffeln und zwar, also ich mache keinen Kartoffelbrei, sondern Kartoffeln in Gasthäusern kriegt man das ja meistens mit Brei. Kartoffelbrei, ja. Aber ich finde halt, das Schöne ist die Soße. Ja. Und dass man dann so richtig so... Manchen. Ja. Ja, 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 ja. Es ist zwar nicht sehr fein, aber... Doch, alles, was wenn man schon sein Esszimmer in der Küche hat, dann darf man das machen. Sehr schön, also das können wir jetzt hier so vor sich hinköcheln lassen. Sie haben ja vorhin schon welche gemacht. Und rechtzeitig reingetan. Ja. Ne? Das ist ja alles wunderbar. Die sind doch dann fertig. Ich habe vorhin so frühzeitig, dass wir welche probieren können. Ja, natürlich. Die brodeln vor sich hin. Also das sind die wir vorher gemacht haben. Ja. Weil man kann ja nicht eine Stunde lang was da. Das. Und schau mal. Ich finde die riechen schon ganz gut. Wunderbar, nicht ganz gut. Wunderbar. Ich muss mal gucken, ich habe da im Ofen, im Backofen. Oh, guck mal, es sieht schön aus. Das müsste eigentlich bald fertig sein. Ui, was ist das? Das ist ein Himbeerauflauf.
den mache ich jetzt für Sie. Den können Sie vielleicht für die Enkel und so, die haben doch sicher gern was Süßes. Ja, natürlich. Oh. Na klar. Ganz einfach. Ganz einfach. Also ich habe natürlich auch einen vorweg gemacht, weil der muss auch etwas länger, 40, 45 Minuten im Rohr sein. Mhm. Schau, ganz einfach. Also, hier habe ich die Himbeeren. Halt, ich nehme die butter ich aus. Ich mache das immer mit den Fingern. Das mache ich auch. Nur, ja, mach ich auch. Ja. Da gibt's ja so. Gibt's auch so feine Hände dann. Ja. Ja. Schöne Haut. Ja, wo kommt die schöne Haut her? Ja. Na, man kann das natürlich ganz fein mit dem Pinsel machen. Aber, ne? Pinseln. So, da kommen jetzt die Himbeeren rein. Das sind natürlich gefrorene. Ja. Es ist ja sehr eigenartig, zum Beispiel gefrorene Erdbeeren werden nicht so doll, aber gefrorene Himbeeren behalten irgendwie. Ja, weil die Erdbeere, je nachdem, wo sie herkommt, ist ja schon wahnsinnig wasserhaltig eigentlich. Genau, und dann wird sie so, dann wird sie matschig. Und die haben doch, also ja, Himbeeren finde ich schon sehr schön. So, jetzt, darüber kommt ein bisschen Himbeergeist. Das ist natürlich, wenn es für die Enkel gemacht wird, gibt man vielleicht ein bisschen weniger. Und wenn es für die Erwachsenen gemacht wird. Obwohl ja von diesem Himbeergeist, wenn der da drin ist und erhitzt wird, dann entfleucht ja der Alkohol. Genau, ganz genau. So, und dazu machen wir eine Art Souffle-Teig, also nicht richtig Souffle-Teig, aber so ein Teig mit Creme fraiche und so. Mhm. Da brauche ich jetzt irgendein kleines Schälchen. Und zwar kommt da rein ein ganzes Ei. Das kann man da ganz rein tun. Und zwei Eigelb. Nur die Gelb. So. Immer wenn ich Eier aufschlage, denke ich an den Film Sabrina, in dem Audrey Hepburn einer Kochschule in Paris gelernt hat, wie man mit einer Hand das Ei aufschlägt und trennt irgendwie. Ich weiß nicht, aber wenn man zwei hat. Also wozu? Wozu, ja. Naja, aber diese Pariser Kochschulen müssen ja irgendwas bieten für das viele Geld, was man dort wahrscheinlich zahlt. Das ist richtig. Was machen Sie denn jetzt mit dem Ei weiß? Nix. Jetzt könnte ich da so Dings machen. Wie heißt das? Dieses aus Eiweiß. So Schnee. So Schnee oder so. Also bei uns ist das natürlich toll. Bei zweien. Wir zerhacken das wieder, diese ganze Schale, und geben sie den Hühnern ins Essen. Und das Eiweiß kriegen dann die Hängebauchschweine. Das ist toll. Das also bei uns geht ja überhaupt nichts verloren. Ja, das ist natürlich auf so einem Hof. Ja. Sind die schon Selbstversorger? Nein. Also fast autark. Wir könnten autark sein, wenn wir unsere Tiere. Aber darüber will ich gar nicht reden, geschweige denn, also wenn wir die schlachten würden. Nein, haben wir doch gesagt. 150 Gramm Puderzucker, den habe ich jetzt hier schon. Ich habe da einfach 100 Gramm vorher rausgenommen. 250 sind eh drin. So, das sieht furchtbar viel aus, aber der Puderzucker ist ja sehr, sehr, wie soll ich sagen, fluffy, sagen die Amerikaner. Da ist nicht so viel Zucker. Ui. Ne? Schön. Das ist ja ein tolles Ding. Wenn das klappt, dann geht's wieder rein. Aber nur dann. Oh, das ist ja wie ein Staubsauger. Ja, das ist wunderbar. Ein bisschen spielen muss man auch in der Küche. So, jetzt machen wir das ein bisschen. Einfach ein bisschen schön verrühren. Der klumpt ja immer erstmal, der Staubzucker. Heute machen wir lauter so laute Sachen irgendwie. Ja, das ist schön. Sehr einfach auch. Sehr leicht zu machen. So, jetzt kommt ein Esslöffel Mehl. Ob Sie so lieb sind? Ja. Hier ist der Löffel. Mir ein Löffel. Eher gehäuft. Also im Rezept steht 1 bis 2 Esslöffel. Das heißt, dann nehmen wir eingehäuft. Eingehäuften. Genau. So, und jetzt kommt 2 Becher Crème Double. Das ist dieser etwas fetthaltiger als die normale Telefon. Mein Handy. Oh ja.
Oh ja, das sieht sehr gut aus. Toll sieht das aus. Wenn man sich direkt sieht. Na? Wirklich toll. Sehr heiß? Sehr heiß. Ha. Ich lasse es mal stehen. Und wir tun jetzt gleich das nächste da rein. Jetzt also die Creme Double. So, machen wir Gemeinschaftsarbeit. Sterero. Sterero-Arbeit. Ja. So. Es ist eh schon egal, jetzt kann man auch hier laut sein. Es ist wirklich diesmal ein lautes, es ist ja schon fast wie so eine, es gibt noch eine Produktion, die kommt jetzt auch nach Deutschland, die heißt Stomp. Und die machen nur Geräusche mit irgendwelchen Geräten. Also ja, die habe ich gesehen. Ja, ich meine, ja, toll. Da. So, wir sind schon fast so weit. Das mache ich jetzt aber mit langsamer Stufe. Ne? Also nicht schlagen wirklich, sondern mehr verrühren. Ich ahne, dass jetzt hier gleich diese Schüssel hin muss, wahrscheinlich. Ja. So. Das kommt jetzt hier einfach drauf. Ganz, ist eigentlich nicht kompliziert, ne? Und ja, sieht doch schön aus. Sieht wunderschön aus. Ja, schmeckt auch gut. So. Wieso ist da ein kleines weißes Teilchen? Soll man nicht verstecken. Klein versteckt mich nicht. Ich so. Und wie lange muss jetzt da drin sein? 40 Minuten. Mhm. Da guckt man. Und dann, wenn es noch nicht ganz ist, dann kann man ein bisschen. Ja, wenn sowas so hellbraun diese ja, Farbe. Jetzt tun wir mal ein bisschen. Ja. Ich mach mal ein bisschen sauber. Sind Sie eigentlich ein sauber Macher? Ja, natürlich, wie alle Männer. Nee, ich nicht so. Nein! Ich muss ihn leider enttäuschen. Nein, also für mich ist immer das Schönste, wenn nachher alles auch noch sauber ist. Ist das wahr? Ja. Ich bin nämlich gar kein so Aufräumer. Da habe ich ja was Falsches jetzt nein, gesagt. Nein, nein, alle nein. Männer und so. Bitte. So. Nein, es ist ja, also ich meine, Aufräumen ist ja eigentlich eine Tugend, ne? Ich habe das auf dem Schiff gelernt. Wenn man auf so kleinen Kombüsen, das mit Freunden, ja, auf so kleinen Schiffen, dann muss man einfach. Ja klar, weil man sonst gar nicht weitermachen keine kann. Möglichkeit, ne? Das ist ja klar. So, dann haben wir aber hier wirklich schön Platz. Wie sieht's denn aus? Wie sehen die denn aus? Ja. Oh Gott, die habe ich jetzt vergessen vor lauter Begeisterung. Na ja. Ja. Die sollten aber so sein, ja, dass man schon probieren kann. Ja, oder? Die könnte man schon probieren, glaube ich. Siehst du? Bin ich ja gespannt. Da passt auch der Wein schön dazu gleich. Also es riecht ja, bis hierher. Das ist nicht sehr angenehm. So. Schaut doch schön aus. Ja? Sollen wir den schon probieren? Ja. Ja? So. Waren Sie, essen Sie auch gerne so exotische Küchen? Also, oder nicht exotische, aber überhaupt. Also nicht deutsche Küche? Ja, 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 und zwar am liebsten thailändisch. Exotisch. Ja. Also thailändisch finde ich süß-sauer, frisch, süß-sauer oh ja, und so. Oh ja. Das ist nur wirklich was Ausgezeichnetes. So, soll ich jetzt da mal sowas rausholen? Ja. Mal versuchshalber. Sehr schön. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Baguette dazu. Ja, normalerweise, also, wie gesagt, Kartoffeln. Wahrscheinlich Rotkraut passt auch gut dazu. Ja, Rotkraut ist eine sehr schöne Sache dazu. Oder Klassiker. Eben oder Möhren. Diese Möhren, gelbe Rübe. Hier, ich habe so einen kleinen. Sowas? Ja, genau. Sehr schön. Ich selbst esse ja auch ab und zu Chinesisch, auch etwas Japanisch. Aber meine Lieblingsküche ist die italienische. Da bin ich wieder nicht so ganz dabei, aha, weil ich kein so großer Nudelesser bin. Ah, na ja, dann ist klar. Also ohne Nudeln keine italienische Nein. Küche. Aber so Thai-Küche oder chinesisch natürlich auch, das esse ich schon sehr gerne.
Bitte schön. Danke, jetzt müssen wir erstmal diesen Spieß da rausfangen. Ah, ja. Aber das ist ja keine Kunst. Da ist er schon. Südfranzösisch, also überhaupt französische Küche. Ja, liebe ich auch. Ich liebe auch die Tische in Frankreich, wenn so alles durcheinander ist zum Schluss. Und es ringsum bröselt. Haben Sie auch schon gedreht in Frankreich? Ja, sehr viel. Ich habe mit Charles Aznavour einen Fünfteiler gemacht, wo wir Brüder spielten. Und der Aznavour wusste natürlich immer, wo man hingeht. Das ist eine Bouillabaisse, weiß ich. Und das hat man gedacht, also Aznavour führt uns jetzt in ein super Lokal. Nein, in eine Fernfahrerkneipe an der Straße ist er. Und da gab es eben die richtige Bouillabaisse. Super, toll. Da fehlt jetzt zum Manchen die Kartoffeln. Ja. Sehr schön. Toll. Und wirklich, Sie haben gleich dieses Fleisch dünn geklopft. Ja. Ich glaube, das ist die Sache. Ja. Sehr heiß. Ein bisschen heiß ist es, ja. Aber gut. Und die Soße ist auch nicht so fett. Super. Und da passt der dazu. Ja. Wunderbar. Ich bedanke mich, jetzt gibt es einen Nachtisch. Wunderbar, da freue ich mich am meisten drauf. Mach das mal ein bisschen kleiner. Dieses Stückchen. So. Und sonst nehmen wir das auf die Seite. Ja. Natürlich wieder gekleckert. Ja, das sieht ja auch schön aus. So. Sieht gut aus. Sieht sehr schön aus. Haben Sie das jetzt zum ersten Mal gemacht? Nein. 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 Sonst. Ich übe immer. Es sieht ja wahnsinnig kompliziert aus. Ist gar nicht. Sie haben gesehen, es hat sich ein bisschen gesenkt. Ja. Aber nicht so schlimm wie ein Soufflé, was man sofort essen muss. Lecker. Wunderbar. Ne? Lecker. Ganz einfach. Aber also das wäre jetzt zu Hause. Morgen mache ich das zu Hause. Ja, bitte. So einfach. Ja. Wunderbar. Himbeeren, Eigelb, ein Eigelb. Nein, ein. Ein Ei und zwei Eigelb. Ein Ei und zwei Eigelb. Und Creme Double. Creme Double 150 Gramm. Bitte. Ja. Ein bis zwei Esslöffel. So, vielen Dank. Das ist doch alles. Es war mir eine große Freude. Mir auch. Danke.